Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Kurz gezeigt und lang gespielt. Das ist ein neues Format, das ich mir überlegt habe. Mir geht es nämlich oft so, dass ich zum Beispiel lange nach einem Spiel suche, das ich in Steam sehe und mich dann interessiere dafür, was das circa ist und halt gerne so ein kurzes Erklärungsvideo dazu hätte, so ein paar Minuten. Und das soll dann kurz gezeigt sein und lang gespielt. Da möchte ich mich dann länger auseinandersetzen mit den Spielen und die gerne mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden am Stück herzeigen und euch dann einen besseren Eindruck davon vermitteln. Für alle, die sagen, kurz gezeigt ist cool, da schaue ich gerne länger rein. Inspiriert wurde ich dazu vom Tom mit seinem Notizblock und Notizblock kompakt macht er das ja echt cool und hat mir auch schon viele Spiele dadurch vorgestellt. Na dann fangen wir an. Erstes Spiel Dead Age gibt es im Moment für 15 Euro bei Steam. Publisher Head Up Games. Ja, wie ist es zum Schreiben? Ich habe schon gehört, dass es wie Final Fantasy sein soll. Also Final Fantasy Rundentaktik und das Kampfsystem. Das letzte Content Update gab es im Mai 2017, die Version 1.6. Davor sind so Sprachen released worden mit Updates. Scheint schon langsam so in die finale Phase zu gehen. Der Beginn des Spiels ist, man wählt sich einen Beruf aus. Da gibt es 5 Möglichkeiten, die man freischaltet mit Ingame-Achievements. Also zum Beispiel, wenn man 3 Gegner eines gewissen Typs erledigt, bekommt man so ein Achievement und das hilft dann, um diese neuen Berufe freizuschalten. Ja, dann sucht man sich einen Beruf aus und startet erstmal in einem schnöden Menü. Manchmal allein, manchmal zu zweit. Und da ist es auch randommäßig, wer dabei ist. Wenn man neu startet, sind oft neue Leute mit dabei. Am Rundenstart kann man dann einteilen, ob man die Helden in eine Kampfparty packt oder ob man die im Camp belassen möchte. Und im Camp gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Waffen, Munition, Heilkräuter herzustellen oder das Camp zum Beispiel zu verteidigen. Üblicherweise hat man 3 Helden in seiner Kampfgruppe. Man verteilt denen die Ausrüstung und im Inventar selber kann man zum Beispiel Kleidung, Nahkampf, Fernkampfwaffen, Munitionen verteilen, etc. Ja, dann wählt man ein Gebiet aus, wo man hin möchte. Also man befiehlt, in welches Gebiet die Gruppe vorstoßen soll. Da gibt es am Anfang 4 Möglichkeiten. Highway und Wald bei Tag und bei Nacht. Und jede von diesen Möglichkeiten beinhaltet 20 Ebenen. Und in jeder von diesen Ebenen gibt es dann stärkere Gegner und am Ende dann ein Endboss und eine Belohnung, zum Beispiel ein gutes Item, was man sich dann ausrüsten kann. Zusätzlich auch manchmal eine Questbelohnung, je nachdem, ob man da eine angenommen hat und ja, später zu den Quests dann noch mehr. Der Kampf läuft dann so Final Fantasy Rundentaktik typisch ab. Man hat bis zu 3 Helden und manchmal auch noch zusätzliche Questhelden gegen bis zu 3 Gegner. Und jeder Charakter, Gegner, kann andere Angriffe und Aktionen durchführen. Zum Beispiel kann der Sanitäter heilen, der Techniker kann mit Molotow-Cocktails schießen oder Fallen aufstellen. Fernkämpfer kann entweder einen Gegner angreifen oder alle. Nahkämpfer könnte zu Boden schleudern. Und die Gegner, die unterscheiden sich je nach Art und Weise, denn es gibt A, die Zombies. Und B, gibt es auch noch so andere Looter-Gruppen. Zum Beispiel gibt es als Gegnerarten Punk-Fernkämpfer, Punk-Attentäter, Streuner, infizierter Polizist, infizierter Soldat, Schlipsträger, Wölfe, es gibt Krankenschwestern und sogar, Kaufargument, Cheerleaders. Also wer immer mal Zombie-Cheerleaders bekämpfen möchte, ist bei Dead Age genau richtig. Dann läuft der Kampf im Rundentaktik-System ab. Auch die Gegner haben unterschiedliche Skills. Zum Beispiel können die auch vergiften, Fallen legen, zusätzliche Gegner herbeirufen. Ja, und nach dem Kampf kommt entweder der nächste Kampf oder es erfolgt ein Zufallsereignis. Zum Beispiel, dass die ganze Gruppe geheilt wird. Oder es gibt eine Loot-Möglichkeit, die dann erfolgsabhängig ist, je nach Skill-Level.
Und dann kommt quasi wieder die nächste Runde, die dann erfolgt. Beim Tod ist so, wenn die Nebencharaktere sterben, dann sind die auch tot. Spiel geht aber trotzdem weiter. Und wenn der Hauptcharakter tot ist, ja, dann muss man neu starten. Wenn man aus dem Gebiet zurückkehrt, egal ob erfolgreich oder nicht, dann gibt es das Rundenende. Dann verbrauchen alle Charaktere, die man hat, Nahrung und haben in dieser Zeit, in der sie, also in dieser Runde, Waffen, Munition etc. hergestellt, die man dann ausrüsten kann und bekommt dann auch meistens neue Quests. Manchmal mit Zeitlimit, wie zum Beispiel geh in den Wald bei nachts bis zur Ebene 10 oder crafte zum Beispiel eine Hose und verkaufe diese dann an den Händler und das gibt dann wieder Erfahrungspunkte, die man dann wieder einsetzen kann. Auch passieren manchmal Events am Rundenanfang, zum Beispiel kommt ein hungriger Junge beim Camp vorbei und man kann sich dann entscheiden, gibt man dem Nahrung oder jagt man wieder weg. Es stoßen neue Mitglieder zur Gruppe hinzu und es passieren auch Verstrickungen. Also zum Beispiel gibt es eine Entscheidung, ob man einen Flirtversuch ablehnt oder ob man darauf eingeht. Aber Achtung, da kann es auch zu Nebenbuhlern kommen, was dann wieder der Gruppenchemie schaden kann. Zu den Skills. Nach Kämpfen, Craften, erfolgreichen Quests etc. steigt man im Level auf und kann dann die Skills verteilen. Die unterscheiden sich in Jobskills, also zum Beispiel Survival, Handwerk, Medizin, Wachsamkeit oder Kampfskills, Nahkampf, Schrotflinte, Pistole, Sturmgewehr, Techniker und Sanitäter. Ich finde es ein bisschen zu viele Fernkampf-Skills. Schrotflinte, Pistole, Sturmgewehr, drei sind doch ein bisschen viel. Vor allem, weil man permanent Munitionsmangel hat und halt permanent eigentlich jemanden im Lager braucht, der Munition herstellt. Mindestens zwei Leute, würde ich sogar sagen. Weil die geht halt echt schnell drauf. An Dead Edge finde ich cool, dass jeder Durchlauf auch andere Skill-Entscheidungen bringt. Mal hat man zum Beispiel einen Heiler von Beginn an und mal kommt der erst viel später im Spiel. Und ob man sich jetzt zum Beispiel selber als Heiler hochzüchtet und bekommt dann gleich einen anderen noch nebenher. Auch bei den Quests ist es so, dass die immer unterschiedlich sind. Und mit den freischaltbaren Berufen sind auch nochmal bessere Spezialisierungen möglich am Rundenanfang. Ja, mein Fazit zu Dead Age, es macht auf jeden Fall Laune. Erinnert mich stark an Dead State. Nimmt aber auch viele Anleihen an anderen Survival-Titeln. Und es ist halt Rundentaktik, was ein bisschen komisch wirkt, weil bei der Kampfhintergrundkulisse ist so ein reges Zombie-Treiben. Man sieht, wie die Zombies über die Überlebenden herfallen und die zerfleischen und herumwankeln und so. Es ist doch einiges los da im Hintergrund. Und im Vordergrund am Schlachtfeld stehen sich die Gegner regungslos gegenüber und warten artig, bis der jeweils andere fertig ist mit seinem Zug. Das wirkt dann doch ein bisschen seltsam, aber nichtsdestotrotz ganz cool. Es ist recht gechillt. Man kann das schön nebenher zocken. Braucht sich nicht stressen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut euch Lanke Spiel an. Da habe ich circa 2 Stunden lang reingeschaut ins Spiel. Ist extrem lang geworden, weil ich noch unbedingt die eine Mission fertig machen wollte und euch zeigen wollte, wie der Bosskampf ausschaut und was es da als Belohnung gibt. Ja, also guckt euch das ganz gerne an, ja, und lasst mal, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. A, vom Format kurz gezeigt, lang gespielt und B, von Dead Age. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.